Du hast Benzin im Blut. Dann bist du hier genau richtig. Hier ist Andrea Patzelt, die Recruiting-Expertin für Premium- und Luxusautohäuser. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Andrea Patzelt und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute spreche ich mit Patrick Heitzmann und es geht um deine Gesundheit. Es geht darum, was du essen kannst und es geht darum, was du essen sollst, um das Beste aus dir herauszuholen. Patrick Heitzmann beschäftigt sich seit über 25 Jahren mit dem Thema Ernährung. Er sagt, er hat alle Ernährungsformen selbst ausprobiert. Er sagt auch, dass er Diäten hasst. Patrick ist Bestsellerautor. Er ist bekannt aus dem Fernsehen. Er hat eigene Shows. Er hat seinen eigenen Podcast. Und es ist ihm wichtig, dass du deinen ganz eigenen Weg zur gesunden Ernährung findest. Und darüber sprechen wir jetzt hier. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Ganz herzlich willkommen zum Premium Jobs Podcast, lieber Patrick. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Wie geht's dir? Hervorragend. Wie eigentlich jeden Tag. Und genau darauf kommt es doch an. Ich bin jetzt gerade 44 Jahre alt geworden und habe wieder mal reflektiert, dass ich die letzten, ich kann es schon gar nicht mehr zählen, ich weiß es nicht mehr, dass ich einfach nicht mehr krank war, die letzten 10, 15 Jahre. Und wir haben nur ein einziges Leben und jeder Mensch hat die Möglichkeit, das Beste daraus zu tun. Natürlich ist immer ein bisschen Glück dabei, gar keine Frage, aber Glück ist auch häufig mit den Tüchtigen. Und wenn wir uns an bestimmte Ernährungsregeln halten, dann kann man da unheimlich viel machen. Das heißt, ja. Gesundheit selbstverantwortlich in die Hand nehmen. Wunderbar, steigen wir gleich ein. Vorab, ich bin ja Recruiterin und deswegen ist so meine erste Frage, die nach deinem Lebenslauf, um einfach zu schauen, ein paar mehr Bilder auch im Kopf zu haben. Ist das ein gerader Lebenslauf, Patrick, oder hast du so Zickzacks bei dir? Also was ich schon immer sehr früh, ist eine Vision, nämlich die Vision, dass ich möglichst viele Menschen dieses Thema näher bringen möchte, auf eine sehr humorvolle Art und Weise. Also wer mich schon mal irgendwo gesehen hat, bei YouTube oder über meinen Podcast oder die RTL-Show, der weiß, dass ich dieses Thema mit ganz viel Humor angehe, wissenschaftlich fundiert selbstverständlich. Und das war schon immer mein Ziel. Und weil ich dieses Ziel immer im Auge hatte und noch immer habe, nehme ich selber im Rückblick so diese Zick-Zack-Verläufe gar nicht mehr so richtig wahr, weil ich den Blick nach vorne habe. Das ist wie beim Autofahren. Ganz viele Menschen, also mal sinnbildlich gesprochen, schauen zu häufig in den Rückspiegel, anstatt durch die große Frontschutzscheibe. So war es bei mir letztendlich auch. Natürlich gab es bei mir es auf und ab, selbstverständlich, beruflich gesehen. Aber die blende ich sehr schnell wieder aus. Mhm. Und die Leidenschaft, jetzt das Thema Gesundheit, hat dich das immer schon begleitet oder wie bist du darauf gekommen? Ich habe früh angefangen mit 16, ich war sehr häufig krank, deswegen auch jetzt gerade erst mit meinem 44. Geburtstag dieser Rückblick. Ich war sehr häufig erkältet, ich habe schon immer Sport gemacht und es hat mich unheimlich ausgebremst, dieses immer wieder krank sein. Das hing natürlich auch mit meiner katastrophalen Ernährung zusammen. Ich habe Snickersbrötchen gegessen, literweise Cola in mich reingekippt, täglich. Und es tat natürlich nicht gut. Aber mir hat keiner gesagt, dass es daran liegen könnte. Denn das Thema Ernährung war bei mir in der Familie zu Hause. Wir sind insgesamt 4 Kinder mit Mama und Papa zusammen, 6 Leute. Da muss das Essen günstig sein. Mhm. Und das Industriefutter ist eben verhältnismäßig günstig. Ich habe mich dann selber auf die Suche gemacht und habe meinen Weg gefunden. Und das war eben genau dieser Zickzackverlauf, den du gerade eben angesprochen hast. Ja, und so mit 25 ungefähr habe ich dann meinen Weg gefunden. Und das ist genau das, was ich jetzt versuche, mit viel Humor und mit einer metaphorischen Sprache eben dann weiterzubringen. Also diese Bildsprache ist eben auch etwas, was ich sehr gerne anwende. Okay, dann lass uns doch mal einsteigen, weil ich merke es immer jetzt auch bei unseren Bewerbern, jetzt der Podcast, der richtet sich ja an Mitarbeiter aus dem Autohaus beziehungsweise Bewerber für Premium-Autohäuser. Wenn ich da im Coaching bin, viele sagen dann, wenn es darum geht, jetzt auf sich zu schauen, besser für sich zu sorgen, was kann ich denn essen? Ne? Viele wollen abnehmen, viele wissen aber nicht, wie es geht. Also das ist einfach so das Theoretische ist immer klar, aber das Problem ist immer, das auf die Schiene zu bekommen. Und was rätst du? Wie kann man anfangen? Also tatsächlich wissen die Menschen ja im Prinzip schon, dass die wichtigsten Punkte, ich meine, ich möchte es hier nicht langweilen mit trinkt mehr Wasser statt Zuckerzeug und esst ein bisschen mehr Gemüse, weil das weiß jeder.
Die Problematik ist, dass wir dieses Wissen nicht umgesetzt bekommen. Warum? Mhm. Weil ganz viele Menschen einen ganz entscheidenden Fehler machen. Sie stellen von heute auf morgen ihr bisheriges, wortwörtlich festgefressenes Essprogramm, ihre Essgewohnheiten auf einen Schlag auf den Kopf. Mhm. Sie entschließen sich irgendwann, durch was auch immer, jetzt sofort eben Diät zu machen, alles zu verändern. Und das ist so, als würde man einen Marathon losrennen wollen und das aber im Sprint startet. Mhm. Und ich versuche den Menschen einfach dann zu beruhigen, ruhig zu machen, sagen, geh doch einfach den Marathon im Spaziergang. Dann brauchst du eben vielleicht 12 Stunden, 17 Stunden, jetzt mal sinnbildlich gesprochen. Aber du kommst an. Und wenn du ankommst, bist du glücklich, weil viele unterwegs haben es nicht geschafft. Mhm. Also, um zurückzukommen zu der Frage, es gibt nicht die Ernährungsregeln. Es gibt ein paar wichtige Grundlagen. Und die allereinfachste Grundlage überhaupt ist, man sollte möglichst viel Lebensmittel essen, die keine Zutatenliste haben. Mhm. Wer sich alleine darauf schon beschränkt, der kann sich fast nicht mehr falsch ernähren. Mhm. Wenn er jetzt noch ein bisschen darauf achtet, gerade für die, die abnehmen wollen, dass sie ein bisschen weniger Kartoffeln, Reis, Nudeln essen oder Brot oder Müsli und stattdessen von was anderem deutlich mehr essen, nämlich mehr Proteine, also sprich Eiweiß, dann wird sich ganz viel tun in Sachen Figur. Und auch in Sachen Wohlbefinden, in Sachen Gesundheit, Immunsystem, weil das braucht Eiweiß als Baugrundlage. Für die Entgiftung des Körpers ist es ganz wichtig. Und das sind so die ganz groben, die wichtigsten Grundlagen. Okay. Das heißt, was wir vom einen weniger essen, essen wir vom anderen ein bisschen mehr. Okay, lass nochmal loslegen bei den Lebensmitteln. Du hast gesagt, da wo keine Zutatenliste dabei sind. Also Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch. Ja, und dann eben noch gucken, wo es herkommt. Ein Fleisch von Tieren, die eben in viel zu engen Stellen kaum Tageslicht sehen und mit artfremdem Futter gemästet werden und eben dann bestehende Krankheiten oder prophylaktisch mit Medikamenten behandelt werden. Das hat keine gleiche Qualität wie ein Fleisch von einem Tier, wo ich weiß, wo es herkommt. Also wenn man gerne Fleisch isst, was völlig in Ordnung ist, dann sollte man natürlich die Menge reduzieren, das sage ich auch immer wieder, und eben dann auf die Qualität achten. Und ich bin mir sicher, wenn man beispielsweise viel Geld für ein Auto ausgibt, wir reden ja vom Premium-Autohäuser, dann sollte man eben auch für den Körper ein klein wenig mehr investieren, denn das Auto kann repariert werden. Der Körper, der heilt sich selbst, aber dazu braucht er hochwertige Lebensmittel. Mhm. Und hochwertiges Fleisch, wenn ich einen Schlachter, einen Metzger, einen Fleischer des Vertrauens in der Region habe, hat eine völlig andere Qualität auch für die Gesundheit als zu viel Fleisch aus der Massentierhaltung. Mhm. Was heißt jetzt nicht so viel? Wie oft empfiehlst du Fleisch zu essen in der Woche? Kann man auch nicht so sagen, welches Fleisch, was ist das sonst noch? Wenn ich ganz viel Gemüse esse, dann könnte ich auch 4 oder 5 Mal die Woche Fleisch essen. Wenn eben ab und zu mal vielleicht auch was Mageres mit dabei ist, muss immer das vollfette Fleisch sein. Also ich würde sagen, aus dem Bauch raus, 2-3 Mal ist völlig unbedenklich von der hochwertigen Qualität. Die Basis ist aber immer, jetzt werde ich wieder langweilig, Gemüse. Abstand ist das Wichtigste für uns Menschen. Das ist kalorienhomöopathisch, das hat unheimlich viele Vitalstoffe drin, also verhältnismäßig auf die Kalorien runtergerechnet. Und deswegen ist Gemüse einfach die Basis. Okay. Gemüse muss aber wieder lecker schmecken. Und das ist vielleicht noch ein ganz wichtiger Tipp. Ich rate, damit Gemüse wieder lecker schmeckt, auch das mit einer fettreichen Soße zu überschütten. Es sollte nachher keine Suppe draus werden, also nicht zu viel fettreiche Soße. Aber wenn uns Gemüse gut schmeckt mit der fettreichen Soße, dann habe ich immer noch weniger Gesamtkalorien, als wenn ich zum Beispiel einen Berg Nudeln essen würde mit einer fettarmen Tomatensauce. Okay. Und dann jetzt fettreiche Soße. Meinst du Butter oder was empfiehlst du da für Fett für die Soße? Also richtig auf die Qualität des Fettes sollte man auch Wert legen. Mhm. Kokosfett ist sehr gut. Olivenöl, ein gutes Olivenöl ist sehr wichtig. Mhm. Dann sowas wie Leinöl, das ist aber nicht zum Erhitzen. Das macht man sich beispielsweise im Quark rein. Und auch die Butter ist hervorragend geeignet für eine gesunde Ernährung. Bloß keine Margarine, auf keinen Fall Margarine. Okay, gut. Margarine ist ein Molekül davon entfernt, in Plastik zu sein. Also es ist einfach zu stark bearbeitet, fertig. Punkt. Okay, also Butter, Kokosfett, Olivenöl und dann einfach jetzt auf Magerquark zum Beispiel Leinöl. Beispielsweise ganz genau so. Das ist eine gute Basis auf jeden Fall. Jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Punkt dazu, weil es ist schnell gesagt, was man eben essen soll, was man nicht essen soll. Die Frage ist, was schmeckt mir denn eigentlich? Mhm. Weil wenn ich eben Magerquark mit Leinöl nicht essen mag, dann
dann muss man das auch nicht essen. Also jeder muss eben seinen Weg finden. Wobei ich hier wieder gelernt habe, ich habe eine sehr große Community, ich habe auch ein sehr erfolgreiches Online-Coaching. Der Geschmack ist dermaßen gut trainierbar. Das geht so schnell, dass sich ein Geschmack auch wieder anpasst auf natürliche Art und Weise. Das ist immer wieder sehr überraschend zu beobachten. Erzähl doch mal, wie trainierst du den Geschmack? Wie machst du das? Ja, indem man nicht von jetzt auf gleich eben versucht, etwas zu essen, was einem überhaupt nicht schmeckt und das dann durchprügelt. Klassische Diät. Ich ändere jetzt was und versuche das nächsten Tage komplett durchzuziehen. Ich empfehle immer, dass man mal einen Tag pro Woche den inneren Schweinehund auf die Hundeschule schickt. Also das bedeutet, dass man sich einen Tag pro Woche sucht, an dem man sich mal bewusst gesund ernährt. Und da darf eben auch mal ein bisschen was dabei sein, wo man genau weiß, es ist total gesund für mich, aber es schmeckt mir nicht wahnsinnig lecker. Mhm. Und dass man das eben nur einmal an diesem Tag isst. So, und wenn man diesen Tag Woche für Woche wiederholt, dann gewöhnt sich der innere Schweinehund an diesen Veränderungsprozess. Er merkt, dass es irgendwie ihm an diesem perfekten Tag, so nenne ich den, besser geht. Und damit stelle ich meine bisherigen schlechten Essgewohnheiten in Frage. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil genau so fangen wir an, Dinge anzupassen, zu verändern, Gewohnheiten zu verändern. Wie kann denn konkret so ein perfekter Tag aussehen? Also nehmen wir mal an, also du sagst, es muss nicht immer unbedingt schmecken, aber ich fange jetzt einfach mal an. Was könnte da so Inhalt sein? Ja, das wird jetzt unvollständig bleiben, weil das ist nicht in aller Kürze erklärt. Einfach als Impuls. Es ist auch ein bisschen komplex. Also ganz wichtig ist Vorsicht vor der Naschdemenz. Also was ist das? Die Naschdemenz? Das ist dieses ständige Zwischendurchfuttern, ohne es wirklich bewusst wahrzunehmen. Ja. Das heißt, am perfekten Tag sollte man, wenn man keinen Sport macht, seine Mahlzeitenanzahl auf 3 beschränken. 3-mal, jetzt kommt ein wichtiger Punkt, richtig satt essen. Damit wir auch diese drei Mahlzeiten, diese Pausen zwischendurch wunderbar durchhalten können. Also 3-mal richtig satt essen. Das hat den Vorteil, dass wir dann zwischendurch niedrig Insulin haben. Mhm. Und wenn wir niedriges Insulin haben, haben wir 2 Effekte. Erstens haben wir dann automatisch eine gesteigerte Fettmobilisation, eine gesteigerte Fettverbrennung. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wir die Selbstheilungskräfte unserer Zellen aktivieren. Die Autophagie heißt das. Es ist auch der Grund, warum das intermittierende Fasten gerade in aller Munde ist, wortwörtlich. Ja. Ja, weil man einfach Esspausen hat und die sind ganz wichtig für den Menschen. Mhm. So, das ist Punkt Nummer 1. Ja, dann eben mehr trinken. Mehr Wasser ist langweilig, aber das ist einfach, ich meine, vielleicht ja auch so langweilig. Es ist so langweilig, immer wieder zu sagen, aber ich möchte es mit einer kleinen Metapher untermauern. Man sollte möglichst wenig von dem trinken, worin man auch nicht baden würde. Mhm. Weil wir würden nicht in Cola, Bier oder Wein baden. Nein. Es würde keinen Spaß machen. Wir muten es aber unserem Körper permanent zu, weil das schafft das alles irgendwie weg. Mhm. Und es spricht nichts gegen eine ganz kleine Menge Alkohol, aber häufig ist es im fließender Übergang in das zu viel an Alkohol. Ich halte auch nichts von diesen Aussagen, dass eine kleine Menge Alkohol gesund sein soll. Halte ich nichts davon. Denn, letztendlich, also das Rotwein am Abend, sagt man ja, sollte gesund sein, ist nicht so? Ja, also jetzt muss man fragen, was genau sollte daran gesund sein? Es gibt einen Punkt, der tatsächlich sehr gesund ist. Es ist ein sehr geselliges Getränk. Es dient der Entspannung. Und der größte Gesundheitskiller der heutigen Zeit, das ist nicht abgebauter Stress. Der macht uns auf verschiedenen Ebenen fix und fertig. Und die Menschen, die abends ein Gläschen Rotwein genießen können, die bekämpfen den größten Gesundheitskiller. Also ist es indirekt tatsächlich ein gutes Getränk für die Gesundheit. Aber nicht wegen dem Alkohol da drin oder wegen dem Resveratrol im roten Traubensaft. Das ist alles Quatsch. Man müsste so viel Rotwein trinken, dass man vorher garantiert an einer Alkoholvergiftung sterben würde, um an die wichtige, notwendige Menge von Resveratrol ranzukommen, was anscheinend gefäßschützend wirkt. Ja. Also Wasser. Was haben wir noch? Regelmäßig Eiweiß. In jeder dieser 3 Mahlzeiten sollte eben eine Portion Eiweiß mit dabei sein. Das heißt Fleisch, Fisch, Milchprodukte, wenn man die gut verträgt, hochwertige Eier. Auch hier nicht von Eiern aus Massentierhaltung. Es gibt
Bauern um die Ecke, wo man die Eier direkt kaufen kann, wenn das machbar ist. Das wäre ganz gut. Dann Hülsenfrüchte, Bohnen, Linsen, Erbsen, eine hervorragende Eiweiß- und eine gute Kohlenhydratquelle. Mit Soja bin ich sehr skeptisch. Ich bin kein Freund von Soja. Das hat mit Antinutritiva zu tun und so weiter. Was für ein Ding? Also Antinährstoffe. weil die Sojapflanze oder die Bohne, die wird beschützt durch Abwehrstoffe, damit sie nicht in der Evolution weggefressen worden wäre von Tieren, Insekten und Menschen. Nüsse sind auch eine sehr gute Quelle an hochwertigen Fetten, an eine extrem hohe Vitalstoffdichte und eben auch vernünftiges Eiweiß. Alle Nüsse? Ja, bevorzugt Macadamia und vor allem die Walnuss. Okay. Und eine kleine Hand von Mandeln, eine kleine Handvoll, hat mit Omega-6-Fetten zu tun, die man nicht zu viel zu sich nehmen sollte. Und Andrea, da merkt man schon, es ist eine sehr große Komplexität, wenn man eben dann von dem Grundtipp mehr Eiweiß eben dann immer tiefer reingeht. Es gibt ein paar Dinge, die man wissen sollte. Und da muss jeder Mensch für sich entscheiden, ob er bereit ist, eben ein klein wenig seiner wertvollen Zeit in dieses Thema zu investieren. Okay. Das ist auch der Grund, warum ich das Online-Coaching gebastelt habe, weil ich da in sehr einfachen, sehr motivierenden, sehr unterhaltsamen Videos das Thema so näher bringe, dass das Handeln nur logische Konsequenz sein kann, weil man es verstanden hat. Okay. Es reicht nicht zu sagen, tu dies, tu jenes. Ich möchte, dass meine Community, dass der mit mir in Kontakt kommt, auch versteht, warum er das tun soll. Weil dann ist er auch deutlich eher dazu bereit, er oder sie, es tatsächlich auch umzusetzen. Okay. Das ist meine Erfahrung. Ja, ich werde das in den Shownotes verlinken. Also jetzt für diejenigen, die da tiefer einsteigen möchten und einfach auch sich intensiv damit beschäftigen. Na, weil es ist natürlich klar, du kannst natürlich die Sachen jetzt nicht jetzt auf gleich ändern. Und das ist ja einfach auch genau dein Ansatz, die Dinge dann sukzessive auch aufzubauen. Und um mal zurückzukommen auf diesen perfekten Tag, also 3 Mahlzeiten, sagst du, jede Mahlzeit mit einem Eiweißbaustein, genug Wasser trinken, sonst noch irgendetwas? Du hast Gemüse ja viel erwähnt, Gemüse, was dir schmeckt. Gibt es irgendwie Gemüse, was nicht so gut ist? Nein, man kann tatsächlich alles an Gemüse. Gut, Kartoffeln zählt zu den Gemüsen mit dazu. Kartoffeln sind auch, weiß Gott, nicht schlecht, aber Kartoffeln haben eine verhältnismäßig hohe Kohlenhydrat, also auch dann sprich im Verhältnis zu anderen Gemüsesorten eine hohe Energiedichte. Und wenn man abnehmen möchte, braucht man dieses Energiedefizit. Aber das braucht man so, dass man auch lange damit satt bleibt, weil sonst hält man es nicht durch. Die Kartoffeln würde ich jetzt mal herausnehmen, wenn man abnehmen möchte. Okay. Trotzdem ist sie nicht schlecht, bitte nicht falsch verstehen. Und Süßkartoffel? Besser, bitte? Süßkartoffel ist ja im Augenblick auch so ein Hype. Mag ich auch sehr gerne, schmeckt mir einfach total gut. Ist noch ein Ticken besser, wie ich finde, ja. Okay, gut. Und damit bist du erstmal ausgerüstet. Also wenn du sagst, du machst jetzt einen perfekten Tag, hast diese 3 Mahlzeiten, damit kannst du starten, um einfach so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie du dein Leben, deine Ernährungsweise ändern kannst. Genau, es ist erstaunlich, wie schnell man merkt, wie gut einem dieser Tag tut. Mhm. Es gibt vielleicht noch eine Ergänzung für einen perfekten Tag, das ist das Thema Bewegung. Okay. Und da lege ich die Latte auch bewusst sehr niedrig. Es gibt bestimmt einige, die zuhören, die regelmäßig Sport machen. Für die ist dieser Tipp lächerlich. Aber für alle anderen, die noch nie Sport gemacht haben, ist das zum Anfang eine gewisse Herausforderung. Und zwar diese magischen 10.000 Schritte am Tag. Kinder laufen über 10.000 Schritte. Ich habe 2 kleine Kinder. Das ist unglaublich, was die am Tag am Rennen sind. Mhm. 10.000 Schritte mindestens. Erwachsene laufen im Schnitt noch ungefähr 2.500 Schritte. Tote 0. Tendenz ist also eindeutig. Und wenn man eben am perfekten Tag das Ziel vor Augen hat, dass man eben wirklich möglichst viele Strecken zu Fuß zurücklegt, die man sich früher vielleicht gar nicht zugetraut hätte oder einfach schlichtweg nicht dran gedacht hätte und am Abend dann die 10.000 Schritte plus auf dem Tracker hat, auf dem Fitness-Tracker oder auf dem Handy, dann, das ist eine Erfahrung aus meiner großen Community, ist das ein großer Stolz, weil sich das viele schlichtweg gar nicht zutrauen. Aber da geht es einfach darum, dass wir die einfachsten Dinge, Sachen, Bewegung umsetzen, damit Erfahrung sammeln, eine Art Referenzerfahrung sammeln, um eben darauf aufzubauen. Okay. Und wenn man schon Sportler ist, würde ich auch empfehlen, gerade wenn es ums Abnehmen geht, ums Gesundbleiben geht, Ausdauertraining ist wichtig, aber noch wichtiger ist das Muskelkräftigungstraining. Noch wichtiger als Ausdauertraining, das wissen viele auch nicht. Und wer abnehmen möchte, der nimmt deutlich effektiver, vor allem auch langfristiger ab, wenn er Muskeltraining macht, anstatt Ausdauertraining. Beides wäre optimal, aber Muskeltraining ist wichtiger als das Ausdauertraining für die, die abnehmen wollen. Okay, wie oft in der Woche? Es geht gar nicht um die Häufigkeit, es geht um die Intensität.
Wenn ich 5-mal die Woche an irgendwelchen Fitnessgeräten rumzupfe und genau dann aufhöre, wenn es eigentlich anstrengend wird, dann lacht uns sozusagen der Muskel aus und sagt, was willst du denn von mir? Ich kann es doch schon, lass mich in Ruhe. Mhm. Wenn wir aber 2-mal pro Woche so viel Wiederholungen mit irgendeiner Übung machen, bis der Muskel richtig brennt und dann noch 5, dann ist das ein Signal für den Muskel, okay, ich muss mich bis zum nächsten Mal adaptieren, ich muss mich anpassen. Und ein dichterer, festerer Muskel verbrennt rund um die Uhr, sogar nachts, während wir schlafen, mehr Kalorien. Das ist ein sehr aktives, stoffwechselaktives Gewebe. Deswegen ist eben auch das Muskeltraining auf lange Sicht gesehen wesentlich effizienter und erfolgreicher in Sachen Abnehmen und auch Kraft im Alter behalten und wieder bekommen, ist wesentlich besser als ein reines Ausdauertraining. Mhm. Ohne das Ausdauertraining schmälern zu wollen, bitte nicht falsch verstehen. Das ist auch wichtig. Okay, aber die Priorität ist tatsächlich dann Muskeltraining und dann über die Grenze hinüber zu gehen, dass der Muskel sich anpassen kann. Insbesondere Patrick, auch, ganz kurz noch, Andrea, eine kurze Ergänzung, weil man braucht auch wesentlich weniger Zeit für ein richtiges Muskelkräftigungstraining. Mhm. Es gibt das Tabata-Protokoll. Wie geht das? Ja, ich sehe aber nochmal den Höheren. Mach ich sehr gerne. Nehmen wir einfach mal eine ganz gewöhnliche Kniebeuge. Ja, eine Kniebeuge bis runter am Boden, wieder hoch. Ja, die eine der natürlichsten Bewegungen. Tabata heißt, ich mache diese Kniebeuge innerhalb von 20 Sekunden in einer sauberen Technik, so oft ich kann. Vielleicht sind es nachher 5, 6, vielleicht sind es sogar 7, vielleicht sogar 15, je nachdem, wie fit man ist. 20 Sekunden lang. Gefolgt von 10 Sekunden Pause. Und jetzt startet der nächste Zyklus mit 20 Sekunden Kniebeugen, 10 Sekunden Pause. Das macht man insgesamt 8-mal hintereinander. Das Gesamttraining dauert somit knapp 4 Minuten. Mhm. In diesen 4 Minuten habe ich 8-mal 20 Sekunden lang Kniebeugen gemacht. Ich verspreche, wer das einmal gemacht hat, 4 Minuten Zeitinvestition, 4 Minuten, das ist nichts. Der wird genau wissen, was ich meine mit dem Muskel kann man auch ordentlich strapazieren in einer ganz kurzen Zeit. Okay, 2-mal die Woche? Wenn man das 2-mal die Woche macht, hat man unheimlich viel erreicht. Einfach was mache ich mit den Armen in der Zeit? Also die Kniebeugen ist klar, die Arme, machen die irgendwas oder sind die am Körper? Arme sind, die gehen praktisch nach vorne als Ausgleich sozusagen. Man sollte gucken, dass der Rücken einigermaßen gerade bleibt, dass man nicht zu rund wird. Man kann ja auch sowas wie Burpees machen, Liegestütz, Strecksprung. Meine Tochter liebt das. Ja, das ist so eine Hassliebe mit den Burpees. Vielleicht ganz kurz für die, die nicht wissen, was es ist. Man muss es nochmal Dr. Google fragen oder YouTube. Einfach Burpee eingeben. Also B-U-R-P-E-E. Burpee. Und wenn man das eingibt, dann sieht man, wie die funktioniert. Wenn man das macht statt der Kniebeuge, das ist noch mehr Nahtoderlebnis. Aua. Ja. 8 Minuten und alles ist vorbei. Schön. Wunderbar. Patrick, eine Frage noch zur Ernährung zurück. Du hast vorhin kurz das intermittierende Fasten erwähnt. Kannst du da nochmal 2 Sätze zu sagen? Es gibt ja verschiedene Arten des intermittierenden Fastens. Das wohl bekannteste ist, oder die wohl bekannteste ist die 16-8-Methode. Das bedeutet, man isst innerhalb von 8 Stunden seine gewöhnlichen Mahlzeiten, die auch dann bitte nicht aus Nahrungsschrott bestehen sollten. Also eben das, was ich schon vorher erwähnt habe, 3-mal essen. Hier könnte sogar 2-mal essen reichen. Plus eben regelmäßig Eiweiß, Gemüse und so weiter. Ich mache ein Beispiel. Man frühstückt um 11, isst vielleicht um 15 Uhr nochmal irgendwas und dann nochmal um 19 Uhr. Ja, das sind 3 Mahlzeiten. Und von 19 bis 11 Uhr am nächsten Tag, das sind 16 Stunden, isst man nichts Kalorisches. Trinken selbstverständlich, also Wasser, ungesüßten Tee, schwarzer Kaffee am Morgen ist auch völlig in Ordnung, beeinflusst das nicht. Und damit reaktivieren wir diese Selbstheilungskräfte unserer Zellen, weil wenn Insulin niedrig ist, dann schaltet die Zelle um und verbraucht intern Stoffe, die sich eben dort eingelagert haben für die Energiegewinnung. Eiweiß wird nochmal recycelt sozusagen und das hilft eben dann bei der Selbstheilungskraft. Das ist eine schöne Sache. Wunderbar. Schön. Patrick, hast du jetzt über alles hinaus, was wir jetzt besprochen haben, noch einen Tipp für die Hörer, wo du sagst, das ist jetzt noch wichtig, darauf bitte achten? Vielleicht mal ganz kurz überlegen. Das ist vielleicht auch die richtige Einstellung, den richtigen Fokus zu haben. Das vermisse ich ganz häufig bei Menschen, die was verändern wollen. Viele Menschen erkennen immer wieder, wenn sie was verändern, was ihnen nicht gelingt und vergessen dabei aber den Fokus darauf zu legen, was ihnen denn schon bisher alles gelungen ist. Mhm.
Das ist das, was ich vorhin meinte mit dem Blick durch die Frontschutzscheibe, um in der Sprache der Autohändler und der Autofahrer zu bleiben. Lieber einen Blick nach vorne anstatt den Rückspiegel. Was ich noch nicht geschafft habe, interessiert nicht. Sondern stolz darauf sein, zu reflektieren, was ich geschafft habe. Ich bin auch ein großer Fan von diesen Erfolgstagebüchern, dass man sich eben jeden Tag mindestens 3 Dinge aufschreibt, die einem gut gelungen sind. Es sollten nicht jeden Tag die gleichen sein, also nicht jeden Tag, ich habe heute wieder 2 Liter Wasser getrunken, wobei das auch gerne mit rein darf. Einfach versuchen, mal so ein bisschen reinzufühlen und da reinzuhorchen, reinzusehen, was ist mir alles schon gelungen, weil das stärkt nämlich das Selbstbewusstsein, das auch durchzuhalten. Halte ich für einen ganz wichtigen Punkt. Also nochmal, den richtigen Fokus zu haben. Super. Was machst du persönlich, um auf dich zu schauen? Also jetzt natürlich setzt du all die Punkte um, die du jetzt erzählt hast. Gibt es noch irgendwas, was du für dich persönlich machst, was gut funktioniert? Also ich bin ein großer Fan von, Achtung, ganz wichtig, richtig eingesetzten Nahrungsergänzungen. Nahrungsergänzungen einfach reinzuschütten, das ist Quatsch. Aber es gibt Nahrungsergänzungen, die sehr, sehr viel Sinn machen, aus meiner Erfahrung heraus auch ganz toll Erfolg erzielt haben. Ich bin überzeugt von einem gut aufgefüllten Vitamin-D-Spiegel, der bei den meisten Menschen einfach zu niedrig ist. Da wäre mein Tipp, einfach mal messen lassen, wenn es der Arzt nicht machen möchte. Ärzte kennen sich häufig genug nicht so gut aus mit diesem Thema und machen sich auch lustig drüber. Das ist sehr traurig. Da kann man sich einen Vitamin-D-Test für zu Hause bestellen, gibt es zum Beispiel bei Amazon. Den machen, auffüllen, gezieltes Auffüllen. Magnesium, bin ich total überzeugt davon. Wir haben heute in unserer Ernährung nicht mehr ausreichend Magnesium drin. Das hängt mit dem mit der Industrialisierung zusammen, mit zu schnellem Wachstum der Pflanzen und so weiter. Welche Form von Magnesium empfiehlst du da? Also ich nehme selber und auch meine Community Magnesium-Citrat. Ich habe mir sogar selber für mich ein Produkt basteln lassen, weil ich die höchste Qualität haben wollte. Das gibt es in meinem vitamomentshop.de, so heißt der. Verlinke ich in den Shownotes. Genau. Und es ist auch noch ein sehr, sehr preiswertes Produkt, das kommt noch mit dazu. Und ich habe da schon Feedbacks aus meiner Community, die ich, wo ich manchmal glaube, okay, ist das jetzt wirklich wahr oder übertreibt da gerade jemand? Schlafqualität, Stressresistenz, bessere Fettverbrennung, insgesamt deutlich besseres Wohlbefinden, Kopfschmerzen wie weggeblasen, eine entzündete Achillessehne. Nach 2 Jahren, er hat gerade erst kürzlich hat eine geschrieben, die alles versucht hat, Spritzen, Schock, also Stoßwellentherapie, Wärme-Kältebehandlung, beim Physiotherapeuten, Osteopathen, alles durch. Dann hat sie mal Magnesium genommen und zwar nach wenigen Wochen weg. Das finde ich, das sind genau solche erstaunlichen Geschichten. Also das wäre ein zweites Produkt. Ich bin auch überzeugt von Omega-3-Kapseln. Das hat viele verschiedene Gründe. Omega-3 ist ganz wichtig für bestimmte Rezeptoren auf unseren Zellen. Die helfen bei der Fettverbrennung. Sie sind wichtig für ein gut funktionierendes Gehirn. Sie verringern Entzündungen im Körper. Also Nahrungsergänzung, das ist ein kleiner Geheimtrick, aber die müssen eben auch sinnvoll eingesetzt werden. Einfach reinballern ist Quatsch. Okay, super. Dankeschön. Patrick, du hast ja jetzt einfach schon ein paar Tipps gegeben, wie du erreichbar bist. Ich lade sogar deine Community ein in ein kostenloses Webinar, wenn sie das wollen. Ich gebe regelmäßig kostenlose Webinare. Ja. Und unter webinar-ph.de für Patrick Heitzmann. Ja. Da kann man sich einen Termin aussuchen und mal etwas über die magischen 47 hören und die Macht der Gewohnheiten. Spannend. Man kann mir dort sogar Fragen stellen, wenn man mag. Gut. Antwortest du dann auch? Ja. Ja. Klar, natürlich. Sonst würde ich wenig mitmachen, lieber Andrea. Gut. Eine Website noch, die du angeben möchtest? Ja, einfach meine patrickheitzmann.de. Patrick-heitzmann.de, so ist es. Gut, dann verlinken wir das. Patrick, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für die vielen, vielen Tipps. Hat Spaß gemacht. Wünsche ich dir einen schönen Tag. Das wünsche ich dir auch in deiner Community und ich finde es toll, dass die Menschen, die jetzt noch bis zum Schluss dabei geblieben sind, ja offensichtlich welche sind, die sich wirklich proaktiv für die einzige Gesundheit interessieren, die ihnen zur Verfügung steht. Und wenn du mir erlaubst, dann würde ich gerne meinen Teil beenden mit einem meiner persönlichen Lieblingszitate, das wirklich alles auf den Punkt bringt. Weil wir Menschen, wir haben 2 Leben, eines bevor und eines nachdem wir begriffen haben, dass wir nur ein Leben haben. Und deswegen das Beste draus machen. In dem Sinne, alles Gute. Vielen Dank, lieber Patrick. Sehr gerne. Ciao. Ciao. Andrea Patzelt.
Die Recruiting-Expertin für Premium- und Luxusautohäuser. Du möchtest einfach mehr? Dann geh jetzt auf andrea-patzelt.com oder schicke eine E-Mail an podcast@andrea-patzelt.com. podcast@andrea-patzelt.com.